as his mom watched Christian. So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Isaac. Ich bin jetzt wieder ein bisschen im Isaac-Fieber, aber ich möchte auch wieder Hyrule Warriors weiterspielen, keine Panik. Nur eine Sache möchte ich gleich machen, weil sonst vergesse ich es bis zum nächsten Mal wahrscheinlich. Und zwar habe ich gerade mit Rob schon so ein bisschen in den Kommentaren geschrieben und der hat gesagt, ja, es ist halt lame, wenn man die Items mal nachguckt. Hat er natürlich auch grundsätzlich recht. Wir spielen jetzt mal eine Runde, ohne dass ich Items nachgucke. Und ich wette, das wird ein sehr kurzes Video, weil ich wahrscheinlich sofort draufgehen werde. Okay. Jetzt könnte ich mal gucken, was ich mit Hart zum Beispiel, wo ich bei Hart, also, oder wo ich vielleicht noch überhaupt keine Symbole habe. Guck mal, mit Lazarus haben wir fast noch nichts. Wie wäre es, wenn wir mit Lazarus mal, jetzt weiß ich halt nicht mehr, was das alles ist. Ja, moin. Was sind das jetzt für Symbole? Ja, ist vielleicht jetzt die schlechteste Alternative. Also mit Isaac haben wir... Oh, mit Isaac haben wir noch nicht mal die, die Dinge, die... Was ist das da unten alles für Zeug, was wir mit Hart geschafft haben? Ist das der... Der Dings? Der... Also die beiden Rechtecke sind, glaube ich, jeweils, Dings und hier, nee, nicht Void, wie heißt das Ding? Ja, halt die beiden normalen Enden. Die beiden normalen Enden mit der Truhe. Blue Baby und hier der andere. Weiß nicht, wie er heißt, ist egal. Der Stern ist, glaube ich, der Boss Rush gewesen, ne? Ich glaube, ja. Aber wir spielen mal mit... Wo ist er gewesen? Judas hatte ich am... Ne, Lazarus hatte ich am wenigsten. Wir spielen mal mit Lazarus im Hard Mode und gucken mal, dass wir bis zum Blue Baby kommen. Wird eh nichts, aber egal. Egal. So, du hast eine Pille. Nice. Beste Pille schon mal. Jetzt kann ich auch wieder normal schieben. Oh mein Gott. Ja, ich kann ja... Hilfe. Guter Start. Ich will natürlich nur testen, wie weit ich runterkomme mit den Herzen. Test. Weit. Das, ja. Das Testergebnis auf jeden Fall. Also es ist schon, mir schon selbst so ein bisschen peinlich, was ich hier zusammenspiele. Wir starten halt die Aufnahme. Und ich laufe erstmal in jeden Gegner rein. Also. Kann man machen? Muss man vielleicht. Den hätte ich eher einsammeln müssen. Jetzt gibt's hier Kohle in Massen aus der Scheiße. Oh, so muss das sein. So, Blind Tears. Keine Ahnung, was sich jetzt verändert. Das ist halt das Ding. Ich habe halt keine Ahnung von den Items. Und ich glaube, das hatte ich auch noch nicht. Hatte ich das schon mal, Blind Tears? Das soll jetzt anders sein. Ich weiß es nicht. Das heißt, bei ganz vielen Sachen kann es halt sein. Yikes! Bei ganz... Entschuldigung. Bei ganz vielen Sachen kann es halt sein, dass ich einfach nicht weiß, was das Item macht. Und dann kann ich es nicht richtig nutzen. Und dann... Könnt ihr mir ja laut in den Kommentaren erklären, was ich alles hätte Tolles mit dem Item machen können. Und weil ich es nicht gewusst habe, konnte ich es nicht machen. Wird super. Okay, so. Wir haben kein Spacebar-Item. Das bringt die Batterie aktuell nisch. Aber wir haben immer noch ein Trinket, was uns aus Kackehaufen Geld geben kann. Also, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das passiert. Ansonsten haben wir nichts. Kein Schlüssel. Lalalalalala. Jo. Gab's diese... Also manche Gegner kommen mir halt echt neu vor, so als hätte ich die noch nie gesehen. Das wüsste ich gar nicht, wie man mit denen umgeht. Also, keine Ahnung. Ich würde gerne noch die anderen Räume abgehen. Einfach, weil wir könnten Schlüssel und so Stuff bekommen.
Das würde ich doch ganz gerne mit für die nächste Ebene schon mal dabei haben. Verstehen Sie? Wir gehen ja nicht auf Bosswash, also wir haben ja Zeit. Natürlich könnten die Räume auch schief gehen. Auch das ist natürlich ein möglicher Ausgang. Sieht aber bisher ganz gut aus. So, sehr schön. Ha! Siehst du? Schon haben wir den Böhm. So muss das. Könnte ich jetzt auch den Geheimraum, aber ich werde mir eher die Bombe aufheben, für falls ich mal einen blauen Stein sehen sollte. Und da ist mein... Perfekt! Plan ist vollständig aufgegangen. Wir haben einen Schlüssel und wir haben eine Bombe. Beides einmal haben ist schon mal besser, als es nicht zu haben. Facts. Haha! Hahaha! Oh, da ist keine Tür. Oh, großartig. Eigentlich könnte der, ist der Geheimgang ziemlich, also der muss ziemlich safe hier sein. Ja, jetzt geht's halt schon wieder los. Jetzt weiß ich nicht, ja, ich habe keine Ahnung, welches Trinket besser ist, ne? Wir nehmen das mit. Also Polaroid klingt halt nach irgendwas... Oh, da ist noch ein blauer Stein und ich habe keine Bomben mehr. Aber gut, ich habe halt... Ich habe meine Bomben so eingesetzt, wie sie einsetzbar waren und das war's halt. Ja, was wollte ich gerade sagen? Faded Polaroid? Polaroid klingt halt nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, was genau es ist, was genau es macht. Der Polaroid-Effekt ist ja auch so mit diesem Schild. Vielleicht ist es ja so, so was Ähnliches, was das so ein Schild auch auslösen kann, wenn man zu wenig Energie hat oder weiß ich nicht, ne? Das wäre halt cool. Ich hätte gerne eine Bombe. Mist. Ärgerlich jetzt. Wirklich? Das ist genau, wo das Pedestal-Item auftaucht. Yo, das Spiel liebt mich. Das Spiel liebt mich einfach. Fantastisch. Curse of the Unknown. Ja, das spiele ich auch gerade die ganze Zeit. Wieso bin ich gerade unsichtbar geworden? Hatte das mit den Tränen jetzt... Ist das dieses Invisible Tears Ding? Aber jetzt werde ich nicht mehr unsichtbar. Bin ich gerade unsichtbar geworden? Hilfe! Werde ich einfach jetzt random manchmal unsichtbar? Das irritiert mich ja gerade brutal. Ja, keine Ahnung. Egal. Ich bin gerade unsichtbar geworden. Ist in Ordnung. Mal gucken, ob hier Stein, aber selbst wenn ich jetzt, ich will jetzt eigentlich gar keinen blauen Stein sehen, weil ich halt keine Bomben habe. Danke. Finde ich gut, dass du mir zuhörst im Spiel. Mag dich auch. Kein blauer Stein, ne? Nee. Da gehen wir nicht rein. Da ist der Bossraum schon. Das ist natürlich nicht so cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brauche mehr Fläche. Ach, wenn ich getroffen werde, werde ich unsichtbar. Kurz.
Nein. Hä? Okay. Aber ich bin's vorhin ja auch so geworden. Ach, keine Ahnung. Jo, das ist jetzt schon wieder so ein Gamble-Raum, ne? So nach dem Motto... Ja, okay, hier sprengen wir definitiv. Und dann hoffen wir, dass die Christi mir noch mehr bringt. Ich bin gerade richtig fix geworden. Ich weiß nicht, warum. Okay, Pille. Nice. Noch ein blauer Stein hier? Ich sehe keinen. Nee. Aber ich könnte trotzdem hier sprengen, weil die Bombe kriege ich ja eh wieder. Und der Topf könnte noch was in sich haben. Okay, Topf hat nichts für mich, aber jetzt habe ich nichts verloren. Gut. Itemraum brauchen wir noch. Nee, ich werde einfach random unsichtbar. Okay. Ich werde einfach manchmal... unsichtbar. Nein, das war dumm. Okay. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich wieder geringer, dass da was rauskommt, aber die ist halt nicht null. Eine Münze ist besser als keine. Ah ja. Jetzt könnte ich wieder hoffen, dass in der Kiste Bomben mit drin sind, aber naja. Ach, gucke mal. Jo, das ist genauso aufgebaut wie gestern. Da hatten wir auch diesen Raum vorher. Das ist genauso aufgebaut, lel. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich nehm's mit. Mit Itches. Ich habe eine Metallplatte auf dem Kopf. Wir werden rausfinden, was sie tut. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ne? Das ist jetzt halt so ein Ding, ich weiß nicht, was sie macht. Vielleicht hilft sie mir zum Beispiel, unbeschadet durch so einen Stachelraum zu kommen. Vielleicht tut sie das. Vielleicht hilft die mir dadurch, weil, keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht. Aber ich glaub's nicht und deswegen nutze ich es nicht. Ich wüsste aber halt nicht, wie man das rausfinden soll, wenn man ein random Item in der Hand hat, was es macht, ohne nachzugucken. Ich meine, wie gesagt, ich verstehe den Gedanken, dass Nachgucken irgendwo langweilig ist, aber ich bin halt ziemlich ratlos, wenn ich es nicht tue. Ich meine, ich tue es jetzt nicht, ich lasse es die Folge so. Aber man könnte halt so viel mehr wahrscheinlich machen, wenn man nachgucken würde. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren diskutieren, was ihr besser findet als Spielstil. Also ich bin Team Nachgucken. Es ist irgendwo, ist es eine Art Cheaten, das verstehe ich, wie gesagt, aber... Ah, keine Ahnung. Okay, ich glaube, ich habe relativ viele Herzen. Ich glaube, ich kann mir ein Guppy-Item leisten. Auch wenn es nur... Das ist mit das schlechteste Guppy-Item, aber es ist halt ein Guppy-Item. Und Guppy werden ist halt schon eine Option. Na, wir haben am Anfang ein HP-Up bekommen. Im Prinzip habe ich dieses HP-Up jetzt halt hergegeben. So. Wait, wo kommt das mal eins her? Ich hab ein Leben. Hatte ich das von Anfang an? Ist das Lazarus-Effekt? Wahrscheinlich ja. Das ist ja ein toller Raum. Für Menschen, die nicht ausweichen können. Oh mein Gott. Ja, Lust ist jetzt auch nicht so ganz... Beziehungsweise Last ist jetzt auch... Oh mein Gott, in dem Raum auch noch... Ja, genau deswegen. Okay, der ist jetzt verwirrt. Meine Tränen verwirrt ihn irgendwie. Ich glaube, das ist auch so ein Effekt, den ich eingesammelt habe. Wahrscheinlich auch dieser Blind-Effekt. Ja, geil. Die habe ich jetzt mir so hart erkämpft, die setze ich jetzt auch ein. Okay. Ja, das war der unnötigste Raum ever.
keine gute Idee, da reinzugehen. Aber weiß man ja vorher nicht. Man hätte ja auch sein können, dass da der Weg weiterführt, so, ne? Das ist ja das Ding. Aber der Raum war halt schon nicht nett, um da drin Last zu bekämpfen. Schade, ich wollte ihn eigentlich so sprengen, dass er den Pilz hochjagt. Aber dann nicht. Dann nicht! Okay, guter Raum. Guter Raum, weil ich krieg einfach Stuff. Yo, ich krieg einfach mega Stuff. Und hier können wir gleich uns ein Herz wiederholen, unser halbes. Sehr gut. Gehen wir es mal weiter. Wir haben keinen Schlüssel bisher für den Itemraum. Das ist sehr suboptimal. Ich möchte es nur kurz betonen, dass wir aktuell keinen Schlüssel haben. Dafür 4 Bomben. Da ist der Itemraum. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Wir müssen also erst auf Schlüssel hoffen. Und da ist auch kein Schlüssel. Und es wird auch kein Raum sein, in den ich mich sprengen kann. Also wenn ich jetzt keinen Schlüssel kriege, bleibt dieser Itemraum unbesucht. Das wäre sehr unbefriedigend. Immer noch kein Itemraum. Das ist wirklich, wirklich sehr, kein Schlüssel. Sehr unbefriedigend. Meins wird auch noch ein bisschen was kommen, bis wir beim Boss sind, aber, ne? Oh Gott. Halt! Und plötzlich bin ich wieder ganz schnell geworden. Ja! Komm zu Papa. Gut, ich könnte natürlich jetzt auch den Schlüssel für den Shop erst einsetzen und dann gucken, was es da gibt. Und dort auf jeden Fall wieder einen neuen Schlüssel kaufen. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter, bevor wir in den Itemraum gehen. Vielleicht kriegen wir ja... Ne? Ich meine, ich habe auch viel Geld. Vielleicht wäre ein Besuch im Shop das erste wichtig und kann da einen neuen Schlüssel holen. Das ist halt die Idee dahinter. Okay. Hier ist jedenfalls schon mal der Shop. Gefestet. Okay. So, wir probieren es aus. Wenn der Schlüssel verschwendet ist, habe ich Pech gehabt. Der Schlüssel ist schon mal nicht verschwendet. Aber, ja gut, der Schlüssel ist insofern verschwendet, als dass ich jetzt nichts anderes eigentlich kaufen will. Ne? Wir spielen das mal weiter und wenn ich so noch einen Schlüssel bekommen sollte, dann brauche ich den hier nicht kaufen. Aber ich weiß, ich kriege hier einen Schlüssel, also ich kriege auf jeden Fall den Itemraum. Und wir spielen das mal weiter. Na, vielleicht gibt es ja so die Möglichkeit noch, an den Schlüssel zu kommen. Super.
okay. Das ist jetzt wieder so ein Gamble. Das zu... Oh, können die das nicht sprengen? Hey, hey, kannst du mal schießen? Werf mal. Werf mal deinen Müll. Danke. Gott, wenn ich das nicht genutzt hätte. Das hätte wieder böses Blut gegeben. Zu Recht. Nice. Jetzt können wir uns auf jeden Fall die Pillenbottle nutzen. Also, die würde ich mir gerne holen. Wir haben ja schon ein paar gute Pillen. Das heißt, wir sehen schon zum Beispiel, wenn wir ein HP abziehen. Das sehen wir halt schon. Ne? Und dadurch ist es halt gut. Die kenne ich halt jetzt noch nicht. Jetzt ist natürlich auch riskant. Man kann natürlich auch schlechte Pillen haben. Die war auch nicht schlecht. Wir haben halt bisher nur gute Pillen gezogen. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, wenn ich ein paar Pillen sehe, dann ist das eigentlich okay. Weil ja, ist halt so. Okay, ich glaube, das ist auch nicht schlecht gewesen. Es gab zwar nicht... Also, manche von den Sternzeichen waren nicht die besten, aber ich glaube, das hier ist okay. Oh, das ist dieses Ding. Das ist dieses Ding. Weiß nicht, ob ich das so cool finde. Das geht jetzt gar nicht, weil es nicht, weil ich in keinem Gegnerraum bin, ne? Ja, okay. Speeddown und Rage is Building. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch irgendeinen Zusatzeffekt hat oder einfach nur den Effekt, dass man dann den Gegner rennen kann, wenn man praktisch genug raged. Ja, boah. Haben wir jetzt halt dabei. Ist halt so. Hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht genommen, wenn ich genau gewusst hätte, was es war. Hab ich nicht mehr genau gewusst. Danke für die Sprengung in der Ecke. Nee, was mache ich? Wobei doch, das ist eigentlich schon ganz cool. Ich dachte, das ist schlechter. Aber das ist ja, das hat ja den Effekt von Dings hier, von der Karte, wie heißt sie noch gleich? Hier, Game. Ist es Game Kit? Ich habe keine Ahnung. Passiert das eigentlich nochmal oder nur einmal pro Raum? Hier nur einmal pro Raum. Aber ist ja schon cool genug. Nee, das heißt anders. Die Karte heißt anders. Ich komme noch drauf. Jo, was ist passiert? Wo bin ich denn gerade gesprengt worden? Hoppala. Müssen wir ganz schnell hier Herzen holen. Aber ganz, ganz fix. So, hier ist ein halbes. Ach, die Stacheln gehen nur da unten runter. Aber da ist noch ein Herz. Na gut, das ist nicht die beste Option hier. Aber gut, wir tun, was wir können. Ne? Wir tun, was wir können. Mal gucken. Ich hoffe, ich habe keine Steine übersehen oder so Zeug. Ja, dann ist Rage's Building schon eine coole Sache. Denn es gab doch auch so ein Item, womit man dann nur in Gegner reinrennen kann, wenn man den Speed aufgebaut hat. Aber hier hast du ja dann. Bist du ja wirklich unverwundbar eine Zeit lang. Das ist schon cool. Okay. So, Curse of the Lost ist natürlich auch. Dass ich die Karte jetzt nicht sehen kann, nicht das Beste. Aua! Alles. Yo! Die hätte mir... Oh mein Gott, hätte mir die gerade... Uff! Und wir haben nur noch ein Herz. Das ist nicht gut. Der Run ist gleich zu Ende. Okay. Oh, das ist... Rage's Building ist gut. Gutes Ding. So, Itemraum jetzt gerne. Schlüssel habe ich schon.
nicht der Itemraum. Okay. Sollten safe sein. Wir sollten safe sein, was den Raum angeht. Noch ein Schlüssel. Ich hätte immer noch gern den Itemraum. Das ist nicht der Itemraum. Aber auch der könnte mir was Brauchbares geben. In jedem Fall lädt er mir meine Pillenbörtel wieder auf. Oh, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran an ihn. Das ist ja komplette Verschwendung jetzt gerade. Wait, aber wenn er dann... Wollte gerade sagen. Wenn da in der Mitte kommt ja gar nichts Brauchbares rauskommen. Ich komme ja nicht ran. Ah. Yo! Vorsicht, die explodieren. Hier ist da ein blauer Stein dabei. Nee, dann ist egal, wo ich springe. Aki nehme ich auf jeden Fall mit. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche ganz schnell mein Rage's Building. Dann renne ich da einfach durch. Oh. So gut. Ja, irgendwas, was zum Itemraum führt? Irgendeine gelbe Tür? Nö. Aber ich habe die Pille wieder. Habe ich noch nicht. Oh Gott, es wird jetzt richtig riskant. Bad Trip wäre jetzt halt das Schlechteste ever. Oh, nice. Mehr um mich rum. Mehr um mich rum. Oh Gott. Okay, wir warten einfach auf Rage's Building. Alles gut, wir warten einfach. Warum nicht? Easy. So. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass das nicht gut geht. Aber hey. Okay, hier warten wir auch auf Rage's Building. Lang schieße ich schon mal ein bisschen rum. Aber dann geht's gleich los. Party time. Gute Party. Gute Besuch. So. Ein Schlüssel ist auf jeden Fall gespawnt. Sehe ich irgendwelche blauen Steine? Leider nicht. Leider nicht. Aber hier geht's schon mal weiter. Nee, kein Geld für den Kollegen. Glück ist mein Range hoch. Komm hierher. Ah, jetzt kann ich gerade nichts machen. Na komm halt runter. Sehr gut. Nice, nice, nice. Jetzt könnte ich sogar den Bettler riskieren. Nee, dachte mir, ist mir das zu wenig. Okay, cooler Raum. Risky gewesen, da oben zu stehen. Komm schon! Yes! Okay, wir warten einen Raum und dann können wir uns hier gleich die doppelte Pillendosis holen. Sehr schön. Immer noch nichts, weder Bossraum noch Dings. Noch Itemraum. Ah, die hatten wir auch noch nicht. Jetzt wird es langsam echt kritisch mit den Pillen. Ja! Noch eine gute Pille. Oh, wir haben bisher nur gute Pillen. Sensationell.
Die hatten wir auch noch nicht. Alter. Ich trau mich hier, ey. Also langsam wird halt die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass wir eine schlechte Pille ziehen, ne? Ich warte jetzt, bis ich... Oder in dem Raum ohne Gegner baut der Rage nicht auf, ne? In dem Raum ohne Gegner baut der Rage, glaube ich, nicht auf. Ja, dann kann ich nicht warten. Aber die Bombe irgendwann, ja. Ich hoffe, dass es was wert war. Ah, 4 Münzen für eine Bombe. Nicht so ganz. Nicht so ganz, ne? Da wäre jetzt Shop. Wir haben genug Schlüssel, wir können reingucken. Die Leiter. Eine Münze bis zur Leiter. Ist halt wieder so ein Haben oder Nicht-Haben, ne? Wir könnten erstmal weiterspielen oder wir könnten hier sprengen. Wenn ich nochmal 4 Münzen zusammenkriege, hole ich mir auf jeden Fall noch das blaue Herz. Wo warten das jetzt? Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir zu dem Bettler hin. Aber jetzt habe ich ja keine Münzen mehr für den Bettler. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe... Ja, okay. Aber für... Ja. Aber für grundsätzlich ist die Leiter auf jeden Fall nicht schlecht. Für grundsätzlich ist die auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, die Pillenbottle ist so gut. Nice. Nice, 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 nice. Hier kann ich jetzt halt auch erstmal hier drüben chillen, bis ich aufgeladen bin und dann alles wegknallen. Danke, Leiter. Danke, Leiter. Da ist der Bossraum. Wir haben noch nicht den Itemraum. Dann muss der aber hier in der Nähe auch sein. Da waren wir noch nicht drin. Ah, das war da schon. Ups. Wait, wo ist denn der Itemraum? Wo waren wir denn noch nicht? Ah, oh, dieses scheiß Curse of the Lost, ne? Gab es hier noch einen Ausgang irgendwo? Nee. Hier noch irgendwas übersehen? Nee. Oh, jetzt kann ich... okay, ja gut, aber... wünsche ich mir nichts. Ja, aber wo ist denn jetzt mein Itemraum? Hä? Leute, bin ich dumm? Sehe ich? Bin ich? Hier ist kein Ausgang. Hier geht's nicht weiter. Hier gibt's auch keinen anderen Weg. Hier gibt's nur den Weg nach in den großen Raum. Der große Raum ist der. Aus dem großen Raum führt die Tür raus. Da ist kein anderer Weg. Aus dem großen Raum führt die Tür raus. Das ist der nächste große Raum. Und aus dem führt nur die Tür und die Tür raus. Und hier wiederum ist hier ein Raum, aber da ist kein... Hä? Wo sehe... Wo... Ich muss irgendwo eine Tür übersehen.
Oh, da waren wir noch nicht drin. Stabil. Da war ich in dem Raum noch nicht drin. Ich dachte, in dem Raum war ich schon drin. Siehst du mal? Gut. Da ist mein Itemraum. Und dann sind wir auch nicht mehr lost. Ja, das war knapp, aber ist gut gegangen. So, jetzt rattern wir einfach durch. Ratatata, die Gangster. So. Familie nehmen wir mit. Nicht das Beste, aber ist halt was, was man einfach stur einsammeln kann, ohne groß nachzudenken. Oh Gott, dass ich jetzt nicht getroffen wurde, verdanke ich nur den Sachen, die um mich rumfliegen. Aber sonst nichts. Nur den Sachen verdanke ich das. Holy moly. Okay, gehen wir zum Boss. Dann haben wir genau beim Boss auch nochmal die Aufladung und dann passt die Geschichte. Hier kann jetzt halt auch kein Spezialraum sein. Könnte dann eigentlich nur... Soll ich es einmal probieren? Einprobieren wir. Okay, lass mal's. Gürdi! Und mein Dings hat sich auch mittlerweile... Scheiße. War ich ein bisschen zu greedy. Da war ich ein bisschen zu greedy. Das war ärgerlich für das blaue Herz, aber gut. So, Pille. Nice. Friends till the end. Und hier ist noch eine Tür aufgegangen. Ach so. Fragt bitte nicht. So, mal keine Dings. Okay, sehr gut. Kein Fluch. Oh, ach so, ich dachte schon, die schießen jetzt oder so, aber die schießen gar nicht. Ich muss hier einfach nur ganz normal außenrum. Und dann ist auch alles cool. Oh, nice. Ah, die hatten wir auch noch nicht. Langsam wird's riskant. Langsam wird's riskant. Okay, damit kann ich leben. Nice. Kannst mir nie merken, ob ich jetzt diesen Schlüssel mein Leben lang behalte oder nur für die Ebene. Aber wie auch immer, es ist in jedem Fall genial. Nice! Wir haben volle Ob-Ob-Dings um uns rum. Wie heißen die Dinger nochmal? Hier, Ob... Oh, ich komme nicht auf den Namen. Das ist ein sehr normaler Name. Orbitals, ne? Orbitals. Wie... Ja, ich glaube Orbitals oder sowas. Okay, nice! Aber ich finde, also, ne, durch dieses... dieses Wage-Item und so sind wir echt ganz gut, haben uns ganz gut nochmal gerettet. Der One sah schon wieder nicht so gut aus, aber wir sind auf dem Weg. Drei Kisten. Sollen wir probieren? Ich meine, ich werde ja gleich ragen. Also warum nicht? Yo! Wir sind fucking Gabi! Wir sind Gabi!
Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Wir sind Guppy. Okay. Fliegen oder Pillen? Ich meine, das generiert mir mit jedem Raum Fliegen. Und Fliegen generiere ich aber ja sowieso jetzt als Guppy. Ich krieg halt durch die. Ich würde halt durch die Pillen theoretisch nochmal so Sachen wie HP ab und so bekommen können. Was ist denn jetzt besser? Was ist denn jetzt besser? Ich würde fast auf die Fliegen gehen. Ich will halt nichts falsch machen, scheiße. HP abwehren halt aber auch wichtig. Aber ich meine, dass ich HP abkriege, ist halt jetzt auch nicht so mega wahrscheinlich. Eine Pretty Fly würde mir jetzt auch nichts mehr nützen. Dings wäre natürlich noch cool, Balls of Steel wäre halt super. Ich habe halt nur 2 Hits nach wie vor. Wir nehmen die Fliegen. Sind es dann jeden Raum 3 Fliegen oder jeden Raum verdoppel ich die Anzahl an Fliegen, die ich um mich herum habe? Wie ist denn das? Ich glaube, es werden immer 3 mehr. Ich glaube, es werden immer 3 mehr. Aber die Fliegen sind halt auch ultra viel wert einfach. Als Guppy kann ich jetzt sowieso fliegen, ne? Also, ja. Muss es ganz kurz testen. Nicht nur an so einzelnen Dingern. Ich glaube, als Guppy kann ich sowieso fliegen. Ja. Nice. Was konnte man denn noch alles als Guppy außer Fliegen generieren und so Zeug? Weiß es schon gar nicht mehr alles. Ja, zieh mich an, ist in Ordnung. Kein Problem. Rage ich jetzt eigentlich noch? Oder ist der Rage... Okay. Nice. Der Rage-Effekt ist jetzt nochmal besser. Yo! Bruder. Die sind schnell. Die sind richtig schnell. Ich wollte gerade sagen, der Rage-Effekt ist jetzt nochmal besser. Weil man jetzt ja auch noch fliegen kann. Also kann man einfach wirklich komplett durchzünden. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Bin ich dumm? Ich muss irgendwo noch ein Viech rumfliegen, was immer dann in dem anderen Eck ist, wenn ich da in dem Eck bin. Hallo? Ah! Du hast dich gut versteckt, ne? Das muss man schon mal zugeben. Aber irgendwie, ich bin ganz ehrlich, irgendwie würde ich trotzdem, ich meine, ich würde die Pillen weiternehmen. Ich bin gerade zu sehr auf, weiß nicht. Irgendwas sagt mir, die Pillen mitnehmen wäre schlauer. Haut mich, wenn ich falsch liegen sollte, aber irgendwas sagt mir, das wäre schlauer. Ich meine, jetzt habe ich sie nicht aufgeladen und so, ist dumm. Aber ja, kann ich hier sprengen? Wäre das sinnvoll? Könnte da der Geheimraum sein? Nein, kann er nicht. Könnte da der Geheimraum sein? Von hier aus ja. Nein, kann er nicht. Ich bin aber halt... Also energietechnisch bin ich schon...
Okay, ich gehe in die Mitte und warte, bis ich aufgebaut habe. Ich gehe jetzt hier gar kein Risiko ein. Nice. So, blaue Steinchen dabei, hier vielleicht, irgendwo. Nee. 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 Okay. So, wir warten. Jo! Du Hund! Wie hat er mich denn hier getroffen? Konnte er da auf mir landen? Scheiße. Ein Herz noch. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Unter den Voraussetzungen sterben wäre echt scheiße. Pill. Speed up. Wenn wir eigentlich nehmen, ne? Warum nicht? Ah, ich hätte gern meinen HP ab oder Balls of Steel wieder. Aber die, ich glaube, die Pillen aufladen ist schlauer als die Fliegen nutzen. Also die drei Fliegen, die ich halt da generiere, ne? Da kommt jetzt ein großer Raum. Ich hoffe, in dem Raum bin ich eine Zeit lang erstmal safe. Jo, wir haben irgendwas freigeschaltet. Friends till the end kann ich auch einsetzen. Joker! Bringt mich in den Satanraum, richtig? Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Achso, ich habe ja eh nur die Schlüssel. Kann ich die alle öffnen, weil ich glaube, die können auch Sachen droppen. Hier noch irgendwas Cooles? Ne, da geht's nur weiter. Okay, aber Joker ist natürlich eine Geschichte. Ich glaube, Joker war, bringt mich in den Satanraum. Ich meine, jetzt aktuell nützt er mir nichts, ist klar, mit einem Herzen. Wäre der Satanraum jetzt so das nutzloseste über. Oh, die Dinger sind so schnell, ne? Ich warte. Der hat mir vorhin, hat er mir schon ins Gesicht gespuckt, der Typ. Auch hier leider kein blauer Stein. Ah, Mann. Okay, wir gehen nach hier weiter. Ich habe halt trotzdem keine Energie, so das ist das Ding. Wenn ich hier bin, müsste ich sicher sein, oder? Ich war mir unschlüssig, ob die mich da rausdrücken können. Ich war mir sehr unschlüssig. Hier steintechnisch, auch hier keine Ausbeute. F. Noch ein großer Raum. Okay, hier bin ich auch erstmal safe. Sehr, sehr gut. Shop wäre auch eine coole Geschichte. Shop könnte auch ein blaues Herz geben. Oh, eine unbekannte Pille jetzt. Oh. Soll ich es riskieren? Okay. Also, ich bin echt, ne? Bisher haben wir keine einzige schlechte Pille gehabt. Was ist los? Habe ich irgendwas eingesammelt, dass ich nur gute Pillen bekomme? Hat Lazarus automatisch Dingens oder so? Nee, ich nicht. Nee. Oder gibt das Pillenbottle-Ding automatisch nur... Das Pillenbottle-Ding gibt doch nicht automatisch nur gute Pillen. Das ist doch gerade echt Glück, was ich hier habe, oder? Oh, können nicht die Totenköpfe auch blaue, schwarze Herzen scoren? Wow, aber eine Karte. Judgment. Gib mir was Brauchbares. Oh, der frisst gar keine Münzen, der frisst Bomben. Das sehe ich jetzt erst. Der frisst ja Bomben. Huch.
Bossraum gefunden. Schade. Oh, wow. Ach, ich hab ja eh... Ich überlege noch, ob ich's mache. Ich hab den scheiß goldenen Schlüssel. Warum bin ich denn so? Aber mit einem Herzen hier durch ist... Ach, echt scheiße. Wir haben noch so viel nicht gefunden. Ja, wir haben noch so viel nicht gefunden. Wir haben weder noch den Shop noch den Itemraum. Das muss jetzt alles hier kommen. Sag ich ja. Das war beides gleichzeitig. Was? Ich hab das nicht gesehen. Holy moly. Sag mal, ganz fix hier ein Herz holen. Oh Gott, ich hab das nicht gesehen, dass das eine Stachelkiste war. Hat man das gesehen? Oh nein. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Das ist, was ich bestellt habe. Ist das jetzt auch eine Stachelkiste? Yo! Alter! Aber ich habe ja Herzen rumliegen in der Stage. Ich kann es mir eigentlich holen, ne? Aber Alter! Erst Herzen holen. Aber die sieht man vorher nicht. Da muss man ja aufbauen. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das sieht man vor. Oh. Oh, was macht das? Was macht das? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ah, ich traue mich nicht. Ich würde rerollen. Bis was kommt, was ich weiß. Ich glaube, das macht meine Tiers weiter. Und erhöht die Hitbox. Ja, das kann man auf jeden Fall nehmen. Ich meine, jetzt haben wir es eh genommen. Aber das war auf jeden Fall okay. Ich glaube, das war besser als das andere. Ich weiß nicht, was das andere war. Wahrscheinlich war es das Ultra-Item schlechthin. Und ich habe es halt verdrängt, was es war. Wir könnten kurz nachgucken, weil ich habe es jetzt ja eh nicht genommen. Ne? Wir könnten kurz nachgucken, einfach nur Interesse halber. Ich habe es, wie gesagt, ja eh nicht genommen. Dann passiert ja auch nichts. Das interessiert mich nur kurz und einfach so als Aufklärung für alle. Nein! HP up. Plus 3 Soul Hearts. After getting hit once, you gain a damage reduction for the rest of the room. Das war die schlechteste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Scheiße. Ich wusste's nicht. Ich meine, die Zodiac-Items sind, glaube ich, fast immer gut, ne? Es ist nur dieses Yuffie-Balance-Ding ist, glaube ich, mit dabei, was sozusagen die Stats austauscht und ausgleicht. Das ist nicht immer so optimal, aber eigentlich kann man die, glaube ich, immer nehmen. Fuck. Ich beiß mir in den Hintern, dass ich das rerollt habe. Das ist überhaupt so ein Pech auch, dass genau jetzt, wo dieses Item da war. Ich hätte es ja genommen, wenn es die einzige Option gewesen wäre. Aber dadurch, dass ich rerollen konnte, war ich so, okay, ich mache, bis ich was habe, was ich weiß, wo ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Scheiße. Oh Leute, das war's. Das wird nicht gut gehen. Ich meine, die Hitbox ist toll, aber was ich stattdessen hätte haben können... Och, nö. Halt echt nicht wahr. Ist halt echt nicht wahr.
Jetzt habe ich ein schwarzes Herz wieder dazu bekommen, aber. Change. Ich hab nichts mehr zum. Doch, ich hab was zum Change. Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Aber will ich hier das Item change? Oder lieber für wann anders? Weil was könnte jetzt hier rauskommen, was ich unbedingt mitnehmen würde, ne? Aber dann kann ich Joker nicht mehr mitnehmen. Joker mitnehmen oder Perthro mitnehmen? Wir changen jetzt. Vielleicht kommt ja was Brauchbares dabei rum. Weiß halt nicht, was das macht. Mein Herz wäre weg. Also nein. Wäre es halt was gewesen, wo ich gewusst hätte, was es macht, wo ich sage, das ist mir ein Herz wert zu verlieren. Dann okay. War es aber nicht. So, bleibt der Schlüssel jetzt bestehen oder ist er wieder weg? Okay, der gilt nur für die Ebene. Gut. Aber gut, dass wir drüber geredet haben. Kriege ich hier nicht auch Pillen raus? Ach nee, ich kriege hier gar nicht. Ah, ich muss es sprengen, dann kriege ich Pillen raus, oder? Yes. Nope. Yes. Na toll. Und eine unbekannte Pille. Let's go. Bombs are key. Ja gut. Das hat jetzt nicht so viel geändert. Oh mein Gott, ey. Dieser Mann. Ah, doch, die Stacheln sind. Die Kisten, die so dingsig sind, sehen ein bisschen anders aus. Ach man, hier kommt nichts Brauchbares raus. Sollte ja damit aufhören. Ja, ich glaube, die ist auch keine Stachelkiste. Ja. Ich glaube, so ein bisschen kann man es erkennen. Ach, Käse. Aber nicht hundertprozentig sicher. Oh, ich habe ja längst die Dinge. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, gut. Die Pille können wir mal liegen lassen. Wie macht man das denn, wenn man jetzt nicht fliegen kann? Also ich meine, ich laufe da hin und das Ding kommt auf mich zugeschossen, oder was? Oder wann schießt die Dinger los? Hä? Das ist ja super gruselig. Hä? Ja, die können sich einfach nicht bewegen. Man darf wahrscheinlich einfach nicht zu nah hinlaufen. Yo! Sind das Pierced Shots? Die würde ich mir gönnen. Die würde ich mir gönnen und dann in den Satanraum mich verziehen. Ich meine, dann ist jetzt nichts, was ich mitnehmen kann. Vor allem habe ich komplett vergessen, was das da für ein Ding ist. Aber egal. Und so komme ich hier aber safe raus. Und habe Piercing Shots. Die ich glaube, ich bisher nicht hatte. Hoffe ich. Da ist mein Itemraum. Ja, jetzt kann ich nämlich, jetzt schieße ich nämlich auch noch durch die durch. Das war bisher nämlich nicht so. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Keine Ahnung, was das macht. Leider Love. Okay. Klingt nach nichts, was verkehrt ist. Klingt nach nichts, was verkehrt ist. So. Okay, cool. Ah, auch cool. Stabiler Stein. Warten wir eine Runde. Sehr nice.
Er ist sehr nice. Gehen in Deckung, okay. Gut. Gut, 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 gut. Infested. Die kann ich mir gönnen. Das war's. Sehr nice. Wir warten kurz, bis Mom gelandet ist. Ich glaube, die Stacheln haben so ein bisschen größeres Loch in der Mitte. Kann es sein? Ich glaube, so sahen die aus. Ich glaube, die haben so ein bisschen größeres Loch in der Mitte gehabt. Okay. Wir haben an sich genug Schlüssel. Wir können mal reingehen. Nee. Okay. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir dafür zwei Schlüssel geopfert haben, war es das nicht wert, aber man kann es ja vorher nicht wissen. Okay. Der Raum. Pillen. Bad Gas, ja gut, könnte ich einmal einsetzen. Ist jetzt aber auch nicht so der... Die Megapille. Alter! Diese Drecksdinger, ne? Diese Dreckssprungdinger, das ist ja unfassbar. Vorsicht. Okay, alles gut. Schön viel Geld. Shop würde ich jetzt auf jeden Fall besuchen noch auch wollen. Haben wir schon einen Shop gefunden? Nein, bisher nicht. Aber wir sind aber auch auf dem völlig richtigen Weg. Es gibt gar keinen anderen Weg aktuell. Sehr gut. Wieso laufe ich da rein? Wieso warte ich nicht einfach? Da ist mein Shop. Ist das jetzt mein Scheiß ernst? Mein ist toll, dass wir den jetzt auch noch haben, aber ich hätte halt gern was kaufen wollen, weil jetzt haben wir so viel Kohle und es ist die letzte Ebene zum Shoppen. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu noch sagen? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich wäre fast reingerannt. Schade. Okay, wir probieren auf jeden Fall den Geheimraum. Der bietet sich doch hier ganz speziell auf jeden Fall an. Und wir haben so viele Bomben und Zeug. Das kostet nichts. Jawohl. Jawohl! Okay. Wenn wir energietechnisch hier durchkommen... Alles cool. Und dann haben wir noch ein HP mehr. Nein! War ich zu gut geduldig? Bin jetzt hier reingerannt. Scheiße! Oh, das war knappi. Das war richtig knappi. So, jetzt kommen wir zurück. Wir haben das richtige Polaroid noch dabei und nicht nur dieses komische Trinket-Polaroid. Aber jetzt kriegen wir zumindest unser zweites rotes Herz. Aber die anderen sind alle schon aufgebraucht. Also, das war kein guter Kampf. Curse of the Maze. Ah. So, hier sprengen wir gleich wieder. Der Hoffnung, dass gute Pillen bei rauskommen.
viel dazu. Erstmal kleiner Raum. Guter kleiner Raum. Ich sollte halt wirklich immer warten, bis... Wenn der Raum nicht ziemlich safe ist, wenn der Raum nicht ziemlich safe ist... Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, dann sollte ich definitiv warten, bis Dingens kommt. Aber gut. Oh wow, wir kommen wieder zurück in diesen Raum. Gefährlicher Raum. Jetzt muss ich wieder ganz genau auf die Kisten, auf die Steine gucken. Ganz genau. Da ist nix. Zwei große Räume. Okay, da können wir ein bisschen vorarbeiten. Nice. Ich meine, jeder One, in dem wir was freischalten, ist ein guter One. Also von daher. Ist okay. Was bist du? Faith up. Ich hab keine Ahnung, ich nehm's mit. Steine kontrollieren. Oh, es sind so viele. Die keinen Markstone. Pille. Ja! Oh, mein Plan geht auf. Mein Plan geht auf. Mein Plan geht auf. Ich glaube, alle Fliegen der Welt wären es nicht wert gewesen, solche Pillen nicht zu bekommen. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Aber die Frage ist, ob er wirklich funktioniert. Ah, das ist der Stachel auch. Nein, danke. So, die kannte ich noch nicht, aber jetzt kenne ich sie. Interessante Sachen. Jetzt habe ich wieder nicht hingeguckt. Aber ich hätte ich jetzt sehen können, dass das eine Kackspur ist. Fuck. Fuck. Es war dumm. Da habe ich nicht richtig hingeguckt. Scheiße. Ah, hier unten geht es auch noch weiter. Gehen wir mal hier runter. Ach, verflucht. Oh Gott. Manche Räume, ne? Energie nicht so geil jetzt. Wir warten. Nee, die sehen alle normal aus. Nee, ich hätte es nicht sehen können. Das war kacke. Ich spreng kurz mal die Dinger hier, weil die können manchmal Herzen droppen. Oder kacke sein. Danke. Nix. Da unten ist noch so eins. Yes! Das war's wert. Das war's definitiv wert. Da drüben ist noch ein Gang. Den will ich eigentlich nicht. Okay, wir können immer noch hier durch. Okay, hier warten wir. Wir warten hier. Wir warten hier. Alles ist easy. Alles ist cool. Alles ist cool. Hier geht's immer noch weiter. Das könnte zum Boss führen. So viel dazu. Okay, hier ist noch ein halbes Herz. Sollten wir mal wieder eins brauchen. Good to know, jetzt muss ich halt doch durch den Scheißgang. Oh Gott, ich will nicht. Es ist einfach eine Sackgasse. Mach dich weg. Mach dich weg, um Gottes Willen. Aber dafür haben wir die Pillen wieder. Bombs are key. Nee, glaub nicht. Muss jetzt nicht sein, Bombs are key. Ich meine, Curse of the Maze könnte uns ja auch einfach mal zum Boss transportieren. Wie wär's damit? Vorsichtig. Also es sind so viele, die bekomme ich gar nicht alle mit meinem Dead Minus Rages. Okay, jetzt haben wir alle. Haben wir was gedroppt? Nein.
Hier unten geht's weiter. Gefährlich, ich weiß nicht, was die tun, die Halbkopfdinger da. Teilen sich in Millionen Sachen auf, okay. Yo, okay, alles klar. Hm, ich verstehe das. So, Challenge-Raum, was hast du mir zu bieten? Nichts. Ach so, ich habe das nicht gesehen, dass da Gegner auftauchen. Aber alles gut. Das ist Bombsaki nochmal und das ist... Lag ab, alles noch einsetzen. So, steintechnisch... Sehe ich nichts, werde aber mal kurz da sprengen. Okay, das war nur so ein fieses Ding. Ja, dann weiter im Programm. Ich habe jetzt echt Respekt vor den Kisten, ne? Hätte ich das sehen können vor... Ich hab eigentlich drauf geachtet. Ich hätte es gedacht, ich sehe sowas, aber ich sehe es irgendwie nicht. Wahrscheinlich, wenn man zu nah hinkommt, dann gehen die raus, die Stacheln, und dann hat man so eine kleine Warnung. Also das bedeutet halt, man muss sich echt langsam nähern. Übrigens, habt ihr den Eindruck, dass... Nice. Habt ihr den Eindruck, dass wir... schneller in den Rage-Modus kommen? Hat das irgendein Item, was ich habe, verursacht? Dass der Rage-Modus sich schneller aufbaut. Ich meine, ich finde es cool. Ja, es geht echt schneller, oder? Oder bilde ich mir das ein? Nice. Okay, Bossfight. Das war knapp. Das war knapp. Der hätte mir auch ins Gesicht springen können. Ne, hier sprengen ist Quatsch. Dann könnte ich einmal nur versuchen... Ne, hier ist... Achso, das ist der gleiche Raum. Ja, hier könnte ich es einmal probieren. Nice. Nice. Das könnten halt richtig viele blaue Herzen sein. Oder aber böse Sachen. Was könnte am bösesten sein? Irgendein Teleport irgendwo hin, aber eigentlich haben wir ja alle Räume gemacht, also so schlimm kann ein Teleport eigentlich auch nicht sein. Eigentlich kann nichts sonderlich Schlimmes passieren. Geh trotzdem ganz vorsichtig hin. Yo! Neun blaue Herzen? Oder zumindest eins, um einmal konvertieren? Einmal konvertieren? Wir machen erstmal die anderen Sachen auf. Das ist schon das Messer, ne? Ich sehe das schon richtig, dass das das Messer ist. Das richtige Messer, oder ist das das... Oh, nein, nein, nein. Ist das das, was um mich rumgeht? Ach, scheiße, ist das Blutige das, was um mich rumgeht? Oder ist das... Oh, wenn ich das jetzt wieder wüsste. Ich glaube, das Blutige ist das, was um mich rumgeht. Das wäre es jetzt eigentlich mir nicht wert. Ich glaube, das Nicht-Blutige ist das Normale. Ich hoffe, ich entscheide mich richtig. Ich nehme es nicht. Ich hoffe, ich entscheide mich richtig. Eins machen wir. Eins machen wir, dann gehen wir. Einmal machen wir es. So. Ich hoffe, die Entscheidung war nicht dumm. Ja, die Stacheln interessieren mich überhaupt nicht. Und tschüss. Mehr blaue Herzen.
Ich würde trotzdem... Das Ding ist, wenn wir auf den blauen, auf den, also wenn wir die jetzt alle verlieren sollten, die blauen Herzen, ne? Dann kann ich aus den roten ja nochmal 3 blaue machen. Und nochmal 3 blaue. Das ist, glaube ich, effektiver, als zu hoffen auf 1 oder 2 weitere HP ab. Ich glaube, das ist jetzt, das ist der Way to go. Ich glaube, das ist der Way to go. Okay, wir wollen einfach ganz schnell zum Boss. Alter, gut, die Range. Ich gewinne bei der Range. Alles gut. Aber so gewinne ich auch. Aber ich will jetzt einfach nur ganz schnell zum Boss. Das ist, glaube ich, alles, was wir wollen. Böse, böse Gegner, böse Gegner, böse Gegner. Okay. So, da ist eine Karte. Hanged Man nützt mir überhaupt nichts. Steintechnisch sehe ich nichts Brauchbares. Ey, wenn ich hier was übersehe, ich raste aus, ne? Weil das wäre halt, das könnte halt dann spielentscheidend sein, hier blaue Steine zu übersehen. Aua. Okay, sollte auch klar gehen. Nur nicht treffen lassen. Komm raus. Okay. Range up. So, jetzt können wir hier wieder, ne? Sollen wir vorher mal Bombs Akim machen? Ja, aber ich nehme es auf jeden Fall weiter mit, klar. Okay. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Was ein ganz gutes Zeichen ist. Boss-technisch. Hier geht's nicht mehr weiter. Das ist jetzt nicht mehr das gute Zeichen. Bitte trefft mich nicht. Jetzt könnt ihr mich mal kreuzweise. So. Ah, jetzt bin ich. Ich bin jetzt bei jeder Kiste echt. Die ist normal. Okay. Watch Battery Little Charge. Nützt mir, glaube ich, nichts. Ich glaube, das ist für. Wenn man so ein Batterie-Item hat, ich glaube, dann lädt es besser auf oder sowas. Ich denke mal, dass das auf die Paw keinen Einfluss nimmt. So, aber wir finden immer noch nicht den Weg zum Boss. Das finde ich ja nicht so cool. Oh, und schon wieder Millionen Steine. Die ich alle nach einem X absuchen darf. Kein einziger hat ein X. X marks the spot. But the spot says... Fuck you. Okay. Ach so. Eigentlich relativ safer Raum. Wenn man dann gleich in Panik gerät, alles gut. Auch ein toller Raum. Nicht. Hier geht's. Oh, böse Augen, böse Augen. Böse Augen. Okay. Irgendwie geht meine Theorie nicht auf, dass die was bringen, wenn man sie sprengt, aber gut. Ich warte am besten. Ich will hier nicht, ja. Aber es geht irgendwie jetzt echt schneller. Ich bleib dabei. Es geht irgendwie echt schneller, dass sich das auflädt. Stachelraum lassen wir Stachelraum sein.
Okay. Mom's Locket. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was was ist. Ist es das mehr Herzensspawnen vielleicht oder so? Oh. Ich behalte das Face ab, weil ich bei Mom's Locket absolut nicht weiß, was es tut. Ist es das ab und zu mal, dass sie ihm ab und zu mal zutoucht oder so, wenn man es trägt? Keine Ahnung, ich lasse es lieber. Oder? Ja! Hast du eine böse Truhe? Nein. Wir sind immer noch, also wir sind richtig gut unterwegs jetzt. Es ist unfassbar. Wie man zwischendurch verloren geglaubte Runs einfach noch retten kann. Viel zu viel Glück. So. Wir sind bei Moms Herz angekommen. Ich sehe auch hier keinen komischen Stein. Abflug. Komm runter. Das hätte ich besser, glaube ich, machen können, aber ist egal. Sollte auch so recht fix gehen. Würdest du, bitte? Würdest du? Danke. Bin ja hier. Nathan Room? Ach so. Nee, das riskiere ich garantiert nicht. Das riskiere ich garantiert nicht. Abflug. Okay. Gute Pillen. Nice Pillen. Balls of Steel. Nee, jetzt setze ich keine unbekannte. Jetzt setze ich keine unbekannte Pille mehr ein. Jetzt versaue ich es mir nicht mehr. Bin im Moment guter Dinge, dass wir hier schön durchkommen. Im Moment wirklich sehr guter Dinge. Normale Truhe. Relax, können wir einsetzen. Ändert halt nichts. Packen wir halt eine Runde. Yay! Ich würde nur gerne möglichst schnell zum Boss kommen, so dass wir alles. Der ganze Weg war schon mal umsonst. Yikes. Ja, ich hasse solche Dinger. Machen immer alles kaputt. Zwei blaue Herzen schon wieder verloren. Na gut. Böser Raum. Guter Raum. Bisschen guter Raum. Gehen einfach weiter nach rechts. Yo! Hier kann ich gleich Dinge tun. Ach, diesmal hat es funktioniert. Das Ding ist, haben wir ja letztes Mal festgestellt, ich kann nicht ordentlich in die Dinger rein, um die zu sprengen,
weil sonst würde ich Feuer berühren. Aber so konnte ich jetzt in dem... Ja, ich hab's ja gesehen, was ich gemacht habe. In dem Moment konnte ich das kurz nutzen. Im Unverwundbarkeitsmoment. Aber ansonsten hätte ich es jetzt nicht genutzt. Okay, jetzt geht's nicht mehr nach rechts weiter, also gehen wir nach unten. Und da ist Sackgasse. Toll. Aber wir nähern uns, denke ich mal, dem Boss. Ei. Ich habe keine Ahnung, deswegen, nein, riskiere ich nicht, irgendwas zu machen. Blank Wound, ich habe keine Ahnung. Oh. We found something. Das ist jetzt ein Balls of Steel, was ich gerade nicht mal einsetzen kann, weil ich fast voll bin. Ich müsste jetzt erst einmal getroffen werden, dass es sinnvoll ist, das einzusetzen. Cool. Alleine diese Aussage sagt mir, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber dann nehmen wir lieber Balls of Steel mit, weil Bombsaki nützt jetzt auch nichts mehr. Logischerweise. Ja, der ist jetzt auch egal. Wir bleiben bei Faith Up. Aber der komplette Weg war auch schon wieder umsonst. Das ist wahnsinnig. Jetzt kann ich Balls of Steel einsetzen. Her damit. Nee. Safe nicht. War hier noch ein Ausgang? Nein. Der komplette Weg bisher war alles umsonst. Wir müssen irgendwo nochmal falsch abgebogen sein. In einem von den ganz vielen Gängen nach rechts geht es wahrscheinlich noch woanders hin. Hier geht es noch hoch. Hier, die Zeit wird dich richten. Steine, 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 nutzlos. Oh boy. Cool. Okay. Nach oben. Wir finden einfach nicht den Bossraum. Unglaublich. Weiter nach oben. Ja, jetzt können wir hier, ne? Jetzt können wir uns hier gönnen. Hierophant ist die Karte mit den blauen Herzen. Richtig. Das heißt, wir haben jetzt gerade nochmal Balls of Steel praktisch in der Hand. Und ein HP ab! Yes, das ist natürlich nochmal doppelt gut, weil wir ja Guppy's Paw haben. Yes. Ey, jetzt mal ohne Witz. Soll das noch schief gehen können? Nein. Das kann nicht mehr schief gehen, oder? Ich meine, ich will es nicht verschreien. Ich kann auch noch ganz komische Sachen machen, aus irgendwelchen Gründen. Aber so an sich wüsste ich nicht, wie das noch schief gehen kann. Außer halt, wir finden einfach die ganze Zeit den Raum nicht und irgendwann verhungern wir. So. Was ist das denn hier? Alter.
Consume the enemy. Trau mich nicht. Und wo liegen Herzen? Ach so, ja, wo liegen Herzen? Keine Ahnung, wo Herzen rumliegen. Und das, obwohl ich hier Dings nicht eingesammelt hatte, ne? Dieses, dieses eine Zodiac-Item. Das wäre zwar ein geiles Zodiac-Item gewesen. Was hatten wir stattdessen nochmal genommen? Ach ja, die Wild Shots. Ja gut, auf die hätte ich echt verzichten können. Die sind zwar cool, aber verglichen damit wäre das Zodiac-Item natürlich göttlich gewesen. Aber trotz dessen haben wir es geschafft. Wir kommen durch. Aber wo ist der Boss? Gibt's das denn? Hä? Oh mein Gott, ich habe keine Orientierung, ne? Wo waren wir noch nicht? Immer dann, wenn Curse of the Lost ist, müssen wir in so einem riesigen Mist sein. Da waren wir noch nicht. Doch. Hä? Ist hier noch ein Ausgang? Oh. Ups. Riss meine Wage. Das hat geschmeckt. Machst du super, Isaac. Vielleicht lernst du mal zielen. Hier bin ich nicht, hier stehe ich nicht. Oh, ah! Tschüss. War nett mit dir. Ab in die Chest. Wir sind echt noch hier angekommen, das ist unglaublich. All stats up! Bruder, muss los. Blast Damage. Ne, wir nehmen das hier mit. Was war das? Bouncing Tears, jawoll. Und jetzt noch ein HP abkommen. Wie gesagt, jedes HP ab bedeutet nochmal durch Guppies Paw 3 blaue Herzen für den Fall der Fälle. Und jetzt habe ich nochmal zweimal Balls of Steel. Es ist komplett sick, was hier passiert. Jo, ich bin gerade mal in den Raum rein und es geht schon los. Was zur Hölle? Okay. Jetzt kriege ich hier, würde ich hier mit auch noch hier Soul Hearts bekommen. Sick. Jo, es geht direkt los. Ist das jetzt, liegt das jetzt an der Ebene? Das ist ja krass. Jo, das ist ja richtig krass. Oder womit stackt es denn, dass es schneller... Aua. Womit stackt es denn, dass es schneller losgeht? Das ist ja mal übel krass.
Alter, es geht einfach sofort los. Alter, diese Geschwindigkeit. Es geht einfach sofort los. Es ist so sick. Kann's nicht immer wieder oft genug sagen. Oh, schade. Ah, die macht... Jetzt hab ich's gesehen. Die hat so Schlitze, wo die Stacheln rauskommen. Okay. Ja, zu Schlitze, wo die Stacheln rauskommen. Jetzt habe ich es gesehen. Ja, wahrscheinlich. Bossraum. That's it. Ja, wir nehmen den Splitshot auch noch mit. Und ab dafür. Credit Errungenschaft freigeschaltet. So ein Ding ist das. Uff. Mama mia. Okay, lasst mich ganz kurz zwei Sachen nachlesen. Oh, ich wollte das Spiel nicht beenden. Egal. Lasst mich ganz kurz zwei Sachen nachlesen. Und zwar, bei dem Wage, wie stackt sich das? When you hit a speed stat of 2,0, Isaac will gain... Ah, ich versteh's. Ich versteh's. Je mehr Speed-Up ich habe, umso schneller geht mein Speed stat auf 2,0. Und dann werde ich sofort schneller. Ja, da steht's. The time it takes for the effect to activate becomes shorter with a higher base speed stat. Nice, 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 nice. Jetzt muss ich ganz kurz mal das Messer nachgucken, ob ich mich da richtig entschieden habe. Ich glaube, das blutige Messer war nicht Mom's Knife. Ja, ist richtig. Mom's Knife ist das, was nach oben zeigt. Also, und was nicht blutig ist. War richtig, okay. Boah. Boah, und dieses Kreuz nach unten war, glaube ich, dass man fliegen kann. Ja. Und ich da schon fliegen konnte, wäre das kompletter Blödsinn gewesen. Okay. Gut, hatten wir sonst noch irgendwas, wo wir uns nicht sicher waren? Ich glaube nicht, und wenn, dann habt ihr es eh in die Kommentare geschrieben. Das war ein One. Ja, das war ein One ohne Nachgucken. Danke fürs Zuschauen und tschüss.